abseits von befestigten Straßen die Welt erkunden und das zum Beispiel auf dem Motorrad, benötigt gute Vorbereitung und Planung, aber eben auch die richtige Hard- und Software für die Navigation, gerade auf Offroad-Trails. Und dafür möchte ich euch heute die Produkte der Garmin Tread-Serie vorstellen. Wo könnte man die Produkte natürlich besser testen, aber euch auch erklären als im richtigen Leben? Hier in Kroatien auf Natur mit sehr hohem Offroad-Anteil, aber auch ein bisschen Straße gehört natürlich auch dazu. Wir haben hier mit dabei das Garmin Tread in der Größe 5,5 Zoll, aber auch zum Beispiel das Tread Side-by-Side in der Größe 8 Zoll. Geräte, die auf jeden Fall allen Bedingungen gewachsen sind. Also sie sind wasserdicht, sie sind staubdicht, vibrationsunempfindlich, hitzeunempfindlich und ihr könnt sie auch bei hohem Sonnenstand gut ablesen. Sehr, sehr helles Display, also robuste Hardware, die in jedem Wetter funktioniert. Um das Thema Hardware noch kurz abzurunden, gehen wir mal auf die Befestigungsmöglichkeiten ein. Ihr bekommt mit den Produkten der Garmin Tread-Serie wieder alle Halterungen, die ihr braucht, um die Geräte an eurem Motorrad anzubauen. Sowohl Querformat als auch Hochformat nutzbar und RAM-Mount-kompatibel, sodass ihr es eigentlich in jedem Cockpit installieren könnt. In Sachen Software, Geräteeinstellungen und Kartenmaterial bietet euch die Tread-Serie wirklich umfangreiche Möglichkeiten für die Offroad-Navigation. So sind zum Beispiel nicht nur die Garmin City Navigator-Karten installiert, sondern auch ganz spezielles topografisches Kartenmaterial, mit dem ihr eine Turn-by-Turn-Offroad-Navigation machen könnt. Die Turn-by-Turn-Offroad-Navigation, die basiert auf verschiedenen Fahrzeugprofilen, die ihr euch im Gerät einstellen könnt. Also bin ich zum Beispiel mit einem Geländewagen unterwegs, bin ich mit einem Motorrad unterwegs, ich kann die Fahrzeugbreite angeben, ich kann die Bodenfreiheit angeben, ich kann in vier verschiedenen Leveln angeben, wie viel Offroad meine Route enthalten soll. Daraufhin berechnet euch das Garmin Tread wirklich die beste Route für eure Offroad-Abenteuer. Radwege, Wanderwege und sowas, das ist natürlich dann alles dabei ausgeschlossen. Zusätzlich könnt ihr euch zu dem vorinstallierten Kartenmaterial auch über eine WLAN-Verbindung noch Satellitenbilder explizit für die Region, wo ihr unterwegs seid, runterladen. Somit habt ihr eine wirklich schöne Darstellung des Geländes, in dem ihr unterwegs seid. Wenn ihr mit Freunden im Gelände unterwegs seid, könnt ihr euch auf dem Display sogar die Position der anderen Fahrer anzeigen lassen. Das Ganze funktioniert über den Garmin Group Ride Tracker. Zwei Möglichkeiten habt ihr, um den zu nutzen. Einmal mit der mitgelieferten Antenne, komplett Mobilfunknetz unabhängig über Funk, oder mit dem Smartphone in Verbindung mit der Garmin Tread App. Wenn ihr Offroad unterwegs seid, dann ist natürlich nie verkehrt, wenn man Netz und doppelten Boden dabei hat. Eine Besonderheit hier beim Garmin Tread Side-by-Side in der Größe 8 Zoll ist die komplette Integration der Garmin InReach-Technologie. Das heißt, ein komplettes InReach steckt in diesem Gerät schon mit drin. Damit seid ihr an das Iridium-Satellitennetzwerk mit angeschlossen, über das ihr Nachrichten senden oder empfangen könnt oder weltweit unabhängig vom Mobilfunknetz ein Live-Tracking von eurem Standort dann eben machen könnt. Für den Notfall hat das 8 Zoll große Garmin Tread den SOS-Button hier an der Seite gleich mit integriert. Darüber seid ihr an eine internationale Rettungsleitstelle Garmin Response angeschlossen. Dort könnt ihr 24/7 in eurer Landessprache die Rettungskette in Gang setzen. Dort wird dann alles koordiniert, um euch möglichst schnell Hilfe zu senden. In der Hardware des 5,5 Zoll großen Garmin Tread ist zwar die InReach-Technologie selber nicht mit integriert, aber es ist über Konnektivitätsfeatures kompatibel mit dem Garmin InReach Mini 2. Somit könnt ihr die Funktionalität auch in Verbindung mit dem Gerät dann benutzen. Es gibt noch so viele weitere Funktionen, über die wir hier sprechen könnten bei den Geräten der Garmin Tread-Serie, wie zum Beispiel der Darstellung von GPS-Tracks. Ihr könnt euch zum Beispiel die Farbe einstellen, die Linienbreite einstellen, sodass ihr immer eine gute Sichtbarkeit habt von euren Tracks auf der Karte, wenn ihr eben nach Tracks fahren wollt. Ich würde sagen aber, wenn ihr gerne im Gelände unterwegs seid, mit dem Geländewagen, mit dem Auto, mit dem Quad und dem Side-by-Side, das sind die Geräte, die euch ans Ziel bringen. Also informiert euch und schaut euch die Geräte genauer an.